Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch wieder ein sehr schönes, aber sehr einfaches Muster. Schaut teilweise wie so ein Zopfmuster aus. Ich hoffe, man sieht es gut im Video. So, ist sowohl für Mützen als auch für Oberteile geeignet. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Die Maschen habe ich bereits für das Muster angeschlagen. Maschenanzahl ist teilbar durch 6 plus 2 Randmaschen. Also ich habe jetzt für dieses Stück 24 plus 2 sind 26 Maschen angeschlagen. Stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen links, 4 Maschen rechts. So, und das Musterrapport führt diese Reihe, 2 Maschen links, das wiederholen wir jetzt, 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links, 4 Maschen rechts. Die Randmasche stricke ich immer rechts, man kann die Randmasche aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. Jetzt wende ich. Jetzt stricken wir die zweite Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Und zwar, ich habe die letzte Masche rechts gestrickt, deswegen lege ich den Faden vor der Arbeit und hebe die Masche ab. Jetzt stricke ich alles nach Muster. 4 Maschen links, 2 Maschen rechts. Und das wiederholen wir stets 4 Maschen links, 2 Maschen rechts. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also ich stricke hier keine verkreuzten Maschen, ich stricke ganz normale rechte Maschen. Das sind bloß nur unterschiedliche Stricktechniken. So, am Ende der Reihe 4 Maschen links, 2 Maschen rechts und die Randmasche stricke ich rechts. Und die dritte und vierte Reihe stricken wir auch alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab, dann stricke ich 2 Maschen links, 4 Maschen rechts und so weiter. Und wie gesagt, die vierte Reihe stricken wir dann auch nach Muster. Dann stricken wir die fünfte Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. Jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. 2 Maschen links. 4 Maschen rechts. 2 Maschen links. Also die zwei linken Maschen stricken wir immer, also die ersten 2 Maschen von den rechten Maschen. Stricken wir immer links. Dann stricke ich 4 Maschen rechts. Die linken Maschen stricke ich auch rechts. 2 Maschen links. Und die letzten 2 Maschen stricke ich rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Jetzt wende ich. Dann stricke ich alles nach Muster. Die ersten 2 Maschen stricke ich links, dann 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 Maschen rechts und so weiter. Siebte und achte
Reihen stricken wir jetzt ebenfalls nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich zwei Maschen rechts, dann haben wir zwei Maschen links, vier Maschen rechts, zwei Maschen links und so weiter. Und wie gesagt, die achte Reihe stricke ich dann auch nach Muster. Dann stricke ich die neunte Reihe, die Randmasche hebe ich ab und stricke ich vier Maschen rechts. Zwei Maschen links, vier Maschen rechts, zwei Maschen links. Also ich stricke die linke Masche immer hinter diese rechte Schlinge, weil bei mir die rechte Schlinge hinten liegt. Wenn man die Maschen umdreht, dann strickt man die linke Masche so. Aber da bei mir die Maschen andersrum liegen, stricke ich das von hinten. Also je nachdem, wie bei euch die Maschen liegen. So, und dann vier Maschen rechts. Zwei links und so weiter. Vier Maschen rechts. Und am Ende der Reihe habe ich zwei Maschen links. Und die Randmasche stricke ich rechts. Die zehnte Reihe stricke ich jetzt alles nach Muster. Wir haben jetzt zwei Maschen rechts, vier Maschen links. Zwei Maschen rechts, vier links und so weiter. Und die elfte und die zwölfte Reihen stricken wir genauso alles nach Muster. So schaut es aus. So schaut das Muster aus. Jetzt habe ich zwölf Reihen gestrickt. Jetzt wiederhole ich alles ab die ersten Reihe. Das heißt, ich stricke jetzt. Also die Randmasche hebe ich ab, jetzt stricke ich zwei Maschen links, vier Maschen rechts, zwei Maschen links, vier Maschen rechts. So stricken wir dann weiter und dann die zweite, dritte und vierte Reihen. Stricken wir alles nach Muster und ab der fünften Reihe, da haben wir wieder das andere Muster. Also wie gesagt, also die 13. Reihe wiederholen wir dann genauso wie die erste und stricken dann weitere 12 Reihen insgesamt. Also das Muster kann man sich sehr leicht merken und zwar ist es so, also wir stricken ja immer diese 4 Reihen alle nach Muster. Wenn wir dann den Wechsel machen, dann stricke ich da, wo die vier rechten Maschen sind. Die ersten zwei stricke ich immer als linke Maschen und kommen vier Maschen rechts. Das heißt, davor stricke ich zwei Maschen rechts, dann hier zwei Maschen links und die nächsten zwei, vier Maschen stricke ich rechts. Dann habe ich hier wieder diese vier rechte Maschen, die ersten zwei stricke ich als linke Maschen und dann die nächsten vier rechts. Die ersten zwei stricke ich links, die nächsten vier rechts. Und so ist das eigentlich jedes Mal. Hier zum Beispiel stricken wir die ersten zwei links, dann auch wiederum vier rechts und so weiter. Also wie gesagt, das Muster ist wirklich leicht zu merken. Also ich stricke dann noch ein paar weitere Reihen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Stricken, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.